Leute, ich muss ganz dringend auf Toilette. Aber wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir spielen ein Spiel, wo wir auf gar keinen Fall auf Toilette gehen dürfen. Und zwar müssen wir in diesem Spiel nämlich auf Toilette gehen, aber wir finden sie nicht. Werden wir es schaffen, bevor es zu spät ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Es wird das beste Spiel nach GTA 6. Okay, bevor wir reingehen ins Spiel, versuchen wir erstmal ein bisschen was anzupassen und... Wait. Ich kann meine Hose anpassen. Was? Wie krass ist das bitte? Oh mein Gott, ich kann die Farbe sogar ändern. Okay, Leute, das ist ja mal wirklich das Spiel des Jahres. Könnt ihr in GTA 6 eure Unterhose an der Farbe ändern? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass man das kann. Okay, ich nehme auf jeden Fall so eine grüne Hose. Ich glaube, das würde ganz gut zu meinem Kanal... Was ist denn jetzt mit der Musik auf einmal los? Okay, wir passen es an, Leute. Und gehen in das Spiel rein. Let's go. Oh. Okay, er hätte nicht so viel trinken sollen. Und jetzt muss ich ganz dringend auf Toilette. Da stand gerade 7:41. Das ist die echte... Was hat er da gemacht? Hat er hier den Sheriff Dance gemacht? Ja, Mann. Ganz genau, Leute. Okay, alles klar. Auf der Uhr stand gerade wirklich die Zeit. Warte, können wir da drauf zoomen? Es ist 7:42. Leute, es ist genau die Uhrzeit, wie es jetzt gerade ist. Okay, das ist krass. Naja, gut, dann haben wir hier eine Taschenlampe. Und ich muss... Okay. Alles klar, jetzt kann ich wieder was sehen. Ich muss auf jeden Fall ganz dringend auf die Toilette. Normalerweise müsste die Toilette hier sein, oder? Jawohl! Sie fehlt einfach! Ja. Nicht schon. Das ist schon mal passiert? Okay, dann kann ich auf jeden Fall auf Toilette unten gehen, weil das Haus hat mehrere Toiletten. Wobei, es gibt ja auch ein paar Leute, die auch in der Dusche machen. Es ist also als letzte Notwendigkeit, wenn das Ding fehlt und der nicht groß muss, gibt es ja noch das. Ich mach's persönlich nicht, aber ich habe gehört, es gibt auch sogar, ich weiß nicht, war das nicht Monte, der gesagt hat, dass er sogar ins Waschbecken macht? Sag ich auch ganz offen und ehrlich. Pisse ich auch ins Waschbecken bei anderen Leuten. Das wissen die ja nicht. Naja, auf jeden Fall, Leute. Warte mal, warum ist die Taschenlampe leer? Moment, warte. Oh, ich muss die aufladen. Ah, okay. Alles klar. Ich habe die Taschenlampe jetzt mal aufgeladen. So, dann checken wir mal das hier aus. Was haben wir hier? Und was ist hier, Leute? Schauen wir mal. Ah! Wow. Oh. Nein! Oh nein, ich habe Pipi gemacht. Ey. Was? Okay, ich verstehe es nicht. Ich musste gerade... Was? Ich habe mich erschrocken und deswegen... Wow, das Zeug läuft aber ganz schön lange. Okay, ist ja gut. Leute, der muss ja wirklich Ewigkeiten machen. Okay, er hört nicht auf. Na gut, probieren wir es nochmal. Okay, Leute, zweiter Versuch. Man sieht auf jeden Fall... Jetzt machen wir wieder diesen kleinen Dance. Okay, alles klar. Dann sollten wir lieber nicht durch die Tür durchgehen. Oder? Müssen wir da nicht? So, warte. Checken wir das aus. Okay, Z, Z, Z. Ah, jetzt check ich es. Wir müssen auf jeden Fall, wenn wir uns erschrecken, die Tasten drücken, damit wir uns nicht in die Hose machen. Beziehungsweise, ja, genau, das ist es auf jeden Fall. So, ja, Toilette ist wieder kaputt. Leute, stellt euch mal vor, GTA 6 wäre so realistisch, dass man auch auf Toilette gehen müsste. Ehrlich gesagt, das wäre schon krass. So, Taschenlampe muss geladen werden. Oh, oh nein, Junge, jetzt habe ich mich aber erschrocken. Alter, Junge, ich erschrecke mich davon, dass er auf Toilette muss. Oh, hallo, kleiner Plüschhase. Okay. Wo kam dieser Raum? Er kann sich nicht daran erinnern, dass er ein Kind hat? Bro, in welchem Haus bist du gerade? Bist du sicher, dass es dein Haus ist? Ich kann auf jeden Fall das Fenster nicht öffnen. Ich weiß selbst nicht, wo ich hier bin. Aber wir haben natürlich noch ein paar andere Räume, die wir abchecken können. So, ist hier eine Toilette? Nee, ich sehe hier keine Toilette. Okay. Crafting Table? Was? Man kann eine Toilette craften? Sind wir in Minecraft? Okay, uns fehlen die Materialien dafür. Alles klar, merken wir uns mal diesen Tisch vor. Wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit, eine Toilette zu craften. Es ist einfach das beste Spiel aller Zeiten. Okay, was haben wir hier? Ich muss einen Job finden. Na gut, setzen wir uns jetzt an den Tisch, bewerben uns hier für einen Job. Nein? Okay, ich muss auf jeden Fall auf Toilette gehen. Ah, was haben wir hier? Oh! Oh Gott, Alter! Nein, 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 nein! Alter, die Tür ist kaputt. Die Tür ist kaputt. Warum ist hier nichts? Der Kleiderschrank ist einfach kaputt. Boah, ey. Wir müssen echt vorsichtig sein, Leute. Vor allem, was uns erschreckt, könnten wir tatsächlich uns eine Hose machen. Und dieses Spiel soll angeblich keine Checkpoints haben. Das ist die Schwierigkeit in dem Spiel. Na gut, hier ist die Toilette. Let's go. Und... Ich komme nicht rein. Ich komme nicht rein, Leute. Yo,
Hier, diese Tür ist abgeschlossen. Nein. Okay. Alles klar, Leute. Wir haben es gerade noch geätscht. Gerade noch gedodged. So, wie wär's mit dem Kaffee? Das macht es auf jeden Fall noch schlimmer. Oh nein, ey, Junge. Warum muss ich schon wieder? Oh, ich hab mich erschrocken. Junge, wie oft willst du denn bitte? Okay, es ist sehr schlimm. Es ist sehr schlimm. Der Kühlschrank ist geschlossen. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie wir jetzt auf Toilette müssen. Aber so lange, wie wir schon warten, ist es schon echt respektabel. Alter. So, wir brauchen irgendwas, Leute. Wir müssen irgendwas finden. Was ist das hier? Hier ist ein Passkey. Ich komme dort nicht rein. Ich muss irgendeinen Code eingeben. 089654. Nein, es ist falsch. Ah. Not now. Nein. Nein, 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 nein. Gibt's ja nicht, ey, schon wieder. So, hier kommen wir auf jeden Fall nicht rein, weil das Spiel hat sich gerade ein bisschen aufgehängt. Und yo, Breaking News, Leute. GTA 6 kommt morgen raus. Was ist das für ein Schrei? Wer hat da geschrien? War das der eine, der Goat Simulator, weil GTA 6 bald rauskommt? Was sagen denn die News? Okay, dann machen wir mal, Leute. Nein, 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 nein. Okay, ich habe Fernbedienung. So, Kanal 1. Hm, nichts Interessantes. Kanal 2? Ja. Top Story. Zombie-Apokalypse. Okay. Okay, was können wir hier machen? Gibt's hier irgendwas? Warte mal. Okay. Wir haben eine Münze aufgesammelt. Wofür brauchen wir die? Nein, nein. Oh, no. Okay, ey, Leute, langsam nervt der Typ wirklich. Der muss ja die ganze Zeit auf Toilette. Aber ich glaube, wir könnten hier, wenn wir die Münze nehmen, können wir damit diesen Automaten betreiben. Und? Oh, ja gut, da ist ein Hammer drin. Alles gut, Leute. Wir haben einfach einen Hammer bekommen. Yo, was können wir denn damit machen mit dem Hammer? Können wir damit irgendwas aufmachen oder so? Okay, die Tür ist offen, aber... Ah! Das geht, aber ich komme nicht weiter. Mir fehlt ein anderes Gadget. Okay, wir können auf jeden Fall oben, glaube ich, diese Balken entfernen. Ich habe diese Balken oben gesehen. Die können wir wegmachen. So, Bro, bitte geh nicht auf Toilette. Mach nicht in die Hose, mein Freund. Mach nicht in die Hose. Sieht gut aus. Sieht ganz gut aus. Ja. Und noch das hier. Yes. Oh, oh nein. Kuh, 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 Kuh. Okay, das ist der Keller. Da unten muss das zweite Bad sein. Oder das dritte Bad. Hier ist ein Auto. Okay. Wenn jetzt die Hupe angeht... Oh nein, nein, nein! Not now. Not now. Da stand, ich soll halten und nicht drücken. Oh, ich habe jetzt alles von neu gemacht für diesen Moment. Endlich herauszufinden, was sich hinter dieser Tür befindet. Okay, so, jetzt bitte mach nicht aufs Klo gehen. So, wir sind jetzt wieder hier angekommen. Alles ist gut, Leute. Ich glaube, hier muss man halten. Man muss lesen, was dort steht. Und gleichzeitig wissen, welchen Knopf man drückt. Ich weiß jetzt nicht, kann man hier die Fenster... Oh. Okay, Q tappen. Tap Q. Okay, das hat geklappt. So, was kann man hier machen? Kann ich die Tür aufmachen? Jumpscare die mich? Da ist safe irgendwas, was mich erschreckt. Nein, die sind leer, die Schränke. Da ist auch gar nichts drin. Ey, aber als ob es hier einfach keine Toilette gibt in diesem Haus. Oh, oh. Oh, jeez. F. Oh, no. Hier gibt es ja wirklich keine einzige Toilette. Oh, yo, die Zange brauche ich. Und ich glaube, die können wir benutzen. Was ist das hier hinten? Wow. Oh, nein. Hold Key. Okay. Wichtig, Leute. Wir mussten jetzt halten. Wir mussten es jetzt halten. Wortwörtlich. Und wir können... Ja, natürlich. Ich habe in meinem Haus auch einen eigenen Keller mit Katakomben und Minecraft-Style. Okay. Das war knapp. Aber ich habe nichts zu meinen, oder? Nein. Ich brauche eine... Okay, ich brauche etwas zu meinen. Alter, sind wir hier in Minecraft? Wir brauchen etwas für das Porzellan. Ganz ehrlich, kann ich nicht einfach aus dem Haus rausgehen und dort auf Toilette gehen? Ich meine, das ist doch auch offensichtlich machbar, oder? Vorsicht. Okay, wir wurden hier wieder erschreckt. So, bam. So, da ist ein Schlüssel. Okay, wofür ist der Schlüssel? Für was ist der Schlüssel, Bro? Vielleicht für diese Tür? Ja. Ja, da ist eine Toilette, Leute. Endlich! Wir haben es Warum ist im Bad, welches eindeutig gemacht ist, ein Pappbecher?
Eine Papptoilette. Eine aus Pappe. Und ich bin barfuß unterwegs. Warum? Wenigstens haben wir Toilettenpapier und da ist ein Code drauf. 10903. 10903. Warte, der ist für die Tür. Der ist für die Tür. 10903. 10903. 10903. Let's go. Let's go, Leute. Oh nein. Hold, 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 hold. Oh, wichtig. Wichtig und richtig. Da ist einfach eine... Ist das eine Eule, die hier durchgeflogen ist durch mein Fenster? Was macht die denn hier? You are at the precipice of destruction. You must gather your wits and construct the final toilet. Ich soll... Das Schicksal der ganzen Menschheit liegt an mir, weil das letzte... Was kommt denn jetzt auf einmal? Ist das ein Portal? Die Leute, ich muss die Menschheit retten. Die Toiletten sind alle verschwunden. Und ich bin derjenige, der die letzte Toilette auf dieser Welt aufbauen muss. Es klingt für mich wie das krasseste Spiel, seit es GTA gibt. Leute, es ist das beste Spiel aller Zeiten. Und hier haben wir eine Minecraft-Pickaxe. Die können wir endlich benutzen. Jawohl. Ja. Aber ich kann sie nicht benutzen. Warum kann ich sie nicht nehmen? Oh, oh, oh. Oh nein. Tap, 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 tap. Jetzt kann ich sie nehmen. Okay. Und hier ist eine Rifle. Ich kann die auch nehmen. Warum kann ich die nehmen? Yo! Ich habe eine Rifle! Oh mein Gott. Kann man damit was... Was hat der denn gesagt? Moment. Ich schieße da nochmal drauf. Oh, oh. Tap, 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 tap. Was machen diese Sachen? Achtung, ich kann da nicht drauf schießen. Aber es ist sehr komisch. Okay, gehen wir durch das Portal. Keine Ahnung, was mich erwartet. Und was? Du warst hier vor ein paar Jahren? Wir sind in einem Haus und der Typ möchte unbedingt auf Toilette gehen und wir müssen die Menschheit retten, indem wir durch die gesamte Welt jetzt gehen. Und jetzt müssen wir ständig unser Dingens zurückhalten. Was ist hier los? What is going on? Es sind einfach Teleporter. Es sind Teleporter. Warte, und hier ist sie. Da ist die Toilette. Toiletten Progress 0 von 3. Wir müssen also eine Toilette wieder aufbauen. Was? Alles klar. Dann laufen wir jetzt wieder zurück, Leute. Oh nein. Not now. Not now. Not now. Not now. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Nein, 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 nein. Wo soll ich denn bitte die Toilettenteile finden? Ich muss eine ganze Toilette auf einmal aufbauen. Warte mal, hier liegt voll viel von dem Zeug. Kann man das benutzen? Ich habe hier eine Minecraft-Pickaxe. Oh, sieht doch aus, als würde das gehen, oder? Ja? Oh, oh. Nein. Okay. Ja, ich hab's. Ich hab's geschafft. Hab ich jetzt was gecraftet? Habe ich jetzt was in meinem Inventar? Ich habe keine Ahnung, aber es sieht auf jeden Fall so aus, als hätte ich jetzt ein bisschen Material gezogen. Wir machen einfach eine Toilette bauen in real life. Das ist einfach, Leute. Wir spielen ein Horrorspiel, wo wir not einfach... Now. Oh nein. Not now. Not now. Yeah, not now, not now. Ich hab's verstanden, mein Freund. Wir laufen durch eine einsame Höhle in einer anderen Galaxie. Nur um eine Toilette aufzubauen, um die Menschheit zu retten. Weil sie sonst nicht auf Toilette können. Klingt für mich nach einer krasseren Story als Red Dead Redemption. Okay. Ich sehe es vor mir. In einer gelben Pfütze. Bestimmt ist das Pepsi oder so. Ich meine Fanta. Das ist doch ganz sicher Fanta oder Apfelsaft. Oder Orangensaft. Das könnte es auch sein. Okay, wir haben das erste Piece. Das können wir jetzt benutzen, um damit zu craften. So, also rüsten wir jetzt dieses Teil aus, den Wassertank, bauen den ein und haben die Toilette zu einem Drittel gebaut. Und jetzt... Ich will euch nur daran erinnern, wenn ich einmal falsch liege, wir gehen jetzt zurück durch das Portal wieder, wenn ich einmal falsch liege... muss ich das gesamte Spiel von neu starten. Das ist so schwer. Ah, jetzt kriegen wir das Material. Zwei haben wir schon mal. Wofür brauchen wir das? Ich weiß nicht so recht, aber... Moment! Der Crafting-Tisch! Der Minecraft-Tisch! Der war oben, der war oben. Ich glaube, da könnten wir was benutzen, um damit zu craften. So, da ist der Crafting-Tisch. Okay. Jetzt können wir anfangen zu craften. Was? Hey! Yo! Yo! Oh, okay. Ich habe jetzt auf jeden Fall, Leute, ich habe jetzt den Toilettensitz habe ich schon mal. Wir brauchen jetzt aber noch ein Item. Und das ist die Klo... wie heißt das Ding? Der Deckel. Wofür brauche ich den Deckel, um auf Klo zu gehen? Oh nein. Tap E. Okay.
Leute, wir haben es fast geschafft. Wir haben es fast geschafft. Wenn wir jetzt was falsch machen, dann habe ich so ein großes, schlechtes Gewissen. Weil ich will das Spiel nicht nochmal von neu spielen. Hier waren wir schon. Und da war bekanntlich nichts. Okay, wir machen uns bis jetzt ganz gut. Aber ich habe vergessen, wo der Raum... Da war der Raum. Da links, ja. Genau, wenn wir jetzt da lang laufen, dann muss das letzte Item sein. Das ist es. Das schaffen wir. Okay, Tür öffnen. Hoffentlich ist da nichts gruselig. Okay, hier geht's weiter. Jetzt geht's weiter, Leute. Bolt Cutter ausrüsten. Zack. Tür öffnen. Und jetzt... Das sind Steine in der Tür. Was? Das sind einfach Steine in der Tür. Deswegen kann ich die nicht öffnen. Oh, oh nein, oh nein. Tap F, 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 F. Alter, diese Geräusche. Klingt wie so ein Karatemeister. Bruce Lee, bist du das? Was ist denn das? Schon wieder ein... schon wieder so ein Tempel. Sind wir in Tomb Raider gerade angekommen? Da ist die Klobrille. Die heilige Klobrille. Wir haben sie. Jetzt haben wir alle Materialien. Auf geht's zurück in den Keller. Wir müssen es zusammenbauen und dann die Menschheit retten. Die Spannung ist unermüdlich. Es ist einfach eine Wahnsinnsspannung hier. Das ist wirklich das spannendste Spiel, das ich je hatte. So, komm schon. Keine Sorge, lieber Vogel. Ich gehe da jetzt hin, ich repariere die Toilette und wir retten die Menschheit und vor allem mich und meine Blase. Wir müssen nämlich so dringend auf Toilette. Okay, so. Dann bauen wir jetzt zusammen. Oh nein. Set. Okay. Ich hoffe, das war das letzte Mal, dass ich das jetzt gebraucht habe. So, Toilettenteil und Toilettensitz. Und jetzt rauf auf die Toilette. Ja, Mann. Yes. Es war nur ein Strahl, der frei und ohne Gedankengänge geflossen ist. Und das hat sich sehr gut angefühlt. Okay. Leute, wie krass ist diese Musik bitte? Warte mal kurz. Wie lang sind die Credits für dieses Spiel bitte? Okay, wie viele Leute haben da mitgemacht? 100? Was? Es geht bald voran. Okay, meine Damen und Herren, wir machen die Musik jetzt mal runterdrehen. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war wirklich eines der verrücktesten Spiele. Aber ja, wenn ihr mehr sehen wollt, ihr wisst, was zu tun ist. Daumen nach oben, da würde mich sehr supporten. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. ID ist raus und rein und ciao.